So Leute, lang, lang ist es her. Ich habe vor Ewigkeiten mal einen Blackie erklärt gemacht über die Interaktion zwischen einem Miracle Spell und der Vendilion Click und wie man mit Vendilion Click den Miracle Spell countern kann. Jetzt hat der gute Dr. Alzheimer mich gefragt, ey Blackie, ich habe da so eine Karte aus meiner Vergangenheit, die finde ich kacke, die wird gespielt, ich verstehe nur nicht warum, erklär mal. Und er hat auf den Erklärbär verwiesen. Ich bin der Erklärbär, also erkläre ich euch jetzt, was Thoughtlash so gut macht. Wie ihr hier sehen könnt, Thoughtlash ist eine 4-Mana-Verzauberung, die sagt, kumulative Versorgung, das bedeutet, ihr müsst jede Runde einmal diesen Effekt mehr bezahlen. Ihr müsst die oberste Karte eures Decks exilen. Diese Fähigkeit wird dann eben besser bzw. mehr, umso öfter ihr diese benutzt, also umso länger sie liegen bleibt. Also erst eine, dann zwei, dann drei, dann vier und so weiter und so fort. Sollte ein Spieler sich dazu entscheiden, die kumulativen Versorgung nicht zu bezahlen, entfernt er sein komplettes Deck aus dem Spiel. Es ist so, dass nur der Beherrscher dieser Karte die kognitiven Versorgungskosten bezahlen muss. Dementsprechend, ja, was soll diese Karte? Der relevante Part ist eben darunter die aktivierte Fähigkeit. Diese sagt, man kann die oberste Karte seines Decks aus dem Spiel entfernen, um den nächsten Schadenspunkt, den man kriegen würde, zu verhindern. Jetzt sind wir in Magic und in Magic bedeutet das, wir können diesen Effekt mehrfach verwenden. Damit können wir sozusagen unser gesamtes Deck weghauen. Das früheste, was ich gefunden habe, ist ein Deck aus 2012, was den Laboratory Maniac benutzt. Einmal hier einzublenden, wenn man eben keine Karten im Deck hat, eine Karte ziehen würde, zieht man stattdessen keine und gewinnt das Spiel. Das bedeutet, wir können einfach mit Thoughtlash unser gesamtes Deck exilen und die nächsten 50, 80, 130 Karten, je nachdem wie viele Karten wir noch im Deck haben, die nächsten Schadenspunkte in dieser Anzahl eben verhindern. Danach spielen wir den Typen und sagen, hey, wir ziehen mal mit irgendeiner Karte eine Karte und haben das Spiel gewonnen. Ebenfalls kann man hier auch ganz cool hingehen und kann den Maniac im Spiel haben. Man kann die Schadenspunkte dann verhindern. Oder man sagt zu Beginn des Versorgungsmoments, hey, ich bezahle die Kosten nicht mehr. Ich exile mein gesamtes Deck. Danach gehe ich von meiner Upkeep in meine Draw Step, würde eine Karte ziehen, habe keine Karten mehr im Deck, weil ich ja alle exiliert habe und habe damit automatisch das Spiel gewonnen. Denselben Effekt gibt es ja nochmal auf einem Jace, einmal kurz hier eingeblendet. Und natürlich haben wir in Terror's Beyond und Death die Karte bekommen, die einfach großartig mit dieser anderen Karte synergiert. Und zwar Thassa's Orakel. Thassa's Orakel, ein 2-Mana-Kreatur, Stats egal, Kreaturentyp fast egal, ist einfach eine Karte, die besagt, wenn sie ins Spiel kommt, scryen wir so viel wie wir Devotion haben. Wenn wir die Thoughtlash draußen haben und eben Thassa's Orakel spielen, dürfen wir mindestens mal für 4 scryen, wenn der Gegner mit einem Swords to Plowshare die Thoughtlash removed, dann vielleicht nur für 2. Allerdings sagt Thassa's Orakel auch, wenn unsere Devotion höher ist als unsere Deckkarten, die wir generell noch im Deck haben, haben wir auch das Spiel gewonnen. Das bedeutet, mit dem Effekt auf dem Stack können wir auch einfach eine Menge Karten wieder aus unserem Deck exilen, bis wir eben diese Anzahl haben, die wir haben wollen, und dann einfach das Spiel gewinnen. Die Stärke daran liegt ganz einfach an der geringen Interaktion in zum Beispiel dem Legacy damit. Ebenfalls ist es auch sehr stark, man kann es auch Mono-Blau spielen. Man hat Karten wie Counterbalance, Force of Will oder andere Karten, um diese Combo zu beschützen. Und man kann es theoretisch Mono-Blau spielen. Es gibt auch blau-weiße Versionen, die haben dann noch so ein bisschen Miracle-Style mit drin und so ein paar andere Karten wie Swords to Plowshares. Aber man kann es auch Mono-Blau spielen. Wenn wir jetzt mal diese Kombo-Sache beiseite schieben, weil die kam ja erst sehr spät raus, die Karte ist ja schon urig alt. Ich meine 1995, da war ich 5. Für mich ist das schon urig alt. Was haben die Designer sich ein bisschen bei dieser Karte gedacht? Weil ich möchte euch jetzt hier nicht nur diese Kombo-Version vorstellen, womit man einfach das Spiel gewinnen kann. Übrigens auch ein ziemlich großes Problem im Commander meiner Meinung nach, weil das ist sehr, sehr stark. Man kann das eben auch mit Karten wie Peril Shift oder dem Leveler machen. Wir konzentrieren uns dementsprechend jetzt mal nicht auf diese Kombo-Sachen, die ich eben schon erwähnt habe, sondern ich überlege mir, was haben die Leute sich gedacht. 95 ist das Spiel noch sehr, sehr jung und die Anzahl der Handkarten war relevant für die Leute, aber was Ressourcen genau sind, war noch nicht so relevant. Wenn ich mir jetzt überlege, eine 4-Mana-Verzauberung im Normalfall Turn 2, Turn 3 kann man die normalerweise spielen und ab dann kann man Schadenspunkte verhindern, indem man einfach Karten von seinem Deck exilt, die man eigentlich nicht mehr braucht, wenn man dafür am Leben bleibt. Schade ist ein bisschen, dass man nicht generellen Schaden verhindern kann, aber man kann eben Schaden verhindern, den man selber bekommt. Gerade gegen Monorot
oder eben auch gegen aggressive, kreaturenlastige Decks, ist das nicht schlecht, weil wenn man 60 Deckkarten hat, aber nur 20 Lebenspunkte, kann man sich hiermit eben nochmal zusätzliche 30 Lebenspunkte generieren in Monoblau. Das ist ziemlich stark. Dementsprechend ist das auch eine Reserve-Discard-Karte, die mittlerweile echt teuer ist, glaube ich. Aber was auf der Reserve ist, ist nicht teuer. Das ist ein anderes Thema. Ich finde einfach, dass diese Karte, die jede Runde uns Deckkarten kostet, gegen bestimmte Decks sehr, sehr gut sind. Und wenn man sie jetzt nicht in einem Combo-Style-Deck spielt, früher bestimmt in irgendwelchen Sideboards gut zu spielen war, einfach nur gegen Monorot, 3 ins Gesicht, 3 ins Gesicht, 3 ins Gesicht, habe ich das Spiel gewonnen. Nein, hast du nicht, denn ich habe noch 30 Deckkarten. Natürlich kostet das eine Menge Deckkarten. Und gerade ein Blauspieler wird mir zustimmen, Deckkarten sind nicht infinite, sondern sie sind eigentlich ziemlich wenig. Auf der anderen Seite gibt es eben auch lustige Interaktionen von damals, wie zum Beispiel Donate, wo man diese Karte dann einfach, wenn sie zu viele Zeitcounter hatte, sie hießen glaube ich im Deutschen Zeitcounter, im Englischen einfach Age-Counters, konnte man sie auch dem Gegner geben und dann sagen, hey, dann exile du doch jetzt die nächsten 20 Karten deines Decks. 21, tot. Das konnte man eben genauso machen. Dementsprechend gibt es ganz viele lustige Strategien um diese Karte herum. Ich mag diese Karte auch, deswegen nochmal vielen, vielen Dank an Dr. Alzheimer, der mir die Frage gestellt hat, Blacky, was kann man mit dieser Karte machen? Erklär mal kurz die Karte, was tut diese Karte und warum ist diese Karte spielbar? Ich habe in diesem Video ganz viele andere Karten auch genannt. Viele davon sind spielbar, manche im Commander, manche im Legacy. Es gibt dazu ganze Decks, weil es eben um eine Menge Hate drumherum spielt. Man spielt praktisch nicht mit dem Gegner, was Blau ja sowieso nicht möchte. Und dementsprechend ist die Interaktion zwischen diesen Karten ziemlich cool. Wenn ihr weitere Fragen habt zu irgendwelchen Interaktionen oder sagt, hey, wie kam das zustande? Oder einfach, Blacky, erklär uns mal bitte. Jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Blacky-Talk, der einmal im Monat kommt, sondern wirklich so kleine Erklärvideos wie dieses hier, wo ich euch einfach nur kleine, schnelle Dinge erkläre, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, damit ich darauf eingehen kann. Ebenfalls, wie gesagt, ich habe so ein Video mal gemacht, das ist aber auch schon urig alt, zu eben Miracle Spells gegen Vendilion Click. Ich möchte nicht sagen, guckt euch das an, das ist grausam schlecht. Aber wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert oder nicht wisst, wie das funktioniert, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann mache ich das Video neu. Oder wenn ihr andere Sachen haben wollt, dann kann ich euch auch das erklären, hoffe ich. Ansonsten schaut bitte bei Dr. Alzheimers Academica Magica. Er hat sich umbenannt, es ist wunderschön. Vorbei, schaut euch mal, wenn ihr euch gerade Oldschool-Karten interessieren, Oldschool-Interaktionen oder was für mich auch schon Oldschool ist, was für viele Leute vielleicht nicht mehr Oldschool ist, sondern eher schon modernen Zeiten. Aber gut, schaut bei ihm mal vorbei, er hat eine Menge diesen alten Kram. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.